Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und dies ist eine neue Ausgabe von mir und City Skylines. Ihr seht es, ich bin ziemlich weit gekommen, bin damit auch ziemlich zufrieden. Letztes Mal habe ich mir den hart erarbeiteten Flughafen hier geleistet. Ja, wie man hier sehen kann, sehr, 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 sehr schön. Bin sehr zufrieden damit und habe dann auch in einer etwas größeren Aktion diese Zugverbindung hier quasi gebaut, mit der ich ebenfalls sehr zufrieden bin. So im ersten Moment auf jeden Fall mal wirkt das auf mich alles ziemlich gut. So, jetzt kommt das nächste Jahr eigentlich der öffentliche Personennahverkehr, also sprich U-Bahn und Busse. Aber ich glaube, als allererstes sollte ich dazu meine Stadtplanung mal irgendwie überdenken. Denn das hier alles war ja geplant sozusagen als Test für die Forstwirtschaft. Und die Forstwirtschaft habe ich ja jetzt hier oben hin verlegt. Ja, die ist jetzt komplett hier angesiedelt. Das bedeutet, ich kann das hier abreißen. Das klingt jetzt zwar hart, ist es auch, aber das ziehe ich jetzt voll durch. Ich kann jetzt hier die Stadt völlig neu planen und sollte das, glaube ich, auch tun. Also reiße ich hier erstmal alles nieder, was es so hat. Und ich meine wirklich alles. Jetzt mache ich hier erstmal die Straßen alle kaputt. Das? Hä? Okay, jetzt mal langsam. Das ist... Weg! Weg! Nein, ich will dich nicht. Geh weg! So, und jetzt habe ich hier wahrscheinlich überall, da wo diese Symbole sind, habe ich auch wahrscheinlich Bushaltestellen. Ne? Genau. Jetzt müsste ich nur kurz rausfinden, was das für eine Linie ist. Hier. Was ist das hier für eine Linie? Pff, Linienübersicht. Gibt es hier irgendwo Bus? Und ich kann erkennen, dass es unterbrochen ist. Nee. Kann ich gerade nicht erkennen. Scheiße. Hätte ich mir vielleicht mal vorher angucken sollen, ne? Mann. Machen wir alle aus. Und dann mache ich mal einzelne an. Irgendwann wird das Licht schon aufpoppen. 14. 15. Oh, was ist jetzt los? Dann die Linie 15. Einmal auflösen. Jawohl. Zack. So, damit haben wir das gemacht. Dann wollen wir einmal rausfinden, was das ist. Ah, eine Arztpraxis. Okay. Alles klar. So. Und dann reißen wir das auch noch ab und stoppen das Ganze einmal kurz, damit ich auch hier die Nachrichten alle wegklicken kann. Das regt mich nämlich auch schon auf, wobei ich kann es auch so machen. So. Genau. Strom. Friedhof. Stadt. Gut. Halten wir fest, wir haben hier eine sechsspurige Straße, die in die Stadt hineinführt. Ich denke, es wäre gut, diese Straße erstmal bis ans Ende der Stadt durchzuziehen. So. Ich
Ah, das kann ich nicht mal abreißen hier. Warum eigentlich nicht? Wie viele sitzen denn da drin? 410. Mann. Okay, das kann ich nochmal komplettieren, wenn es dann soweit ist. In der Zwischenzeit bauen wir erstmal wieder die Straße dahin. Und machen die sechsspurige Straße, die endet quasi am Friedhof. Vorläufig. Vorläufig. Ist es nicht so, dass jede Straße irgendwie am Friedhof endet? So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier eine wunderschöne sechsspurige Straße. Ich würde ganz gerne hier diese Brücke dann so darüber verbinden, dass da dann eine ordentliche Anbindung entsteht. So, ich könnte übrigens, das wäre durchaus auch eine Überlegung, das könnte ich mir jetzt mal ganz kurz angucken, was ist denn, wenn ich jetzt hier eine sechsspurige Straße durchziehe? Das wäre nicht ganz so optimal, ne? So wie ich das jetzt gerade sehe. Aber irgendwas in die Richtung würde ich ja schon gerne machen. Moment mal, was ist, wenn ich eine zweispurige Straße da durchziehe? Ist das besser? Das sind dann 7 Felder. Soll ich mit dieser kleinen planerischen Ungenauigkeit einfach leben? Wie ist das eigentlich mit dieser Brücke? Kann ich die Brücke upgraden? Ja, das würde gehen. Bis zu welchem Grad kann ich das machen? Oh, das würde tatsächlich schon gehen. Könntest du eine richtig fette Brücke rüberbauen? Ich würde sagen, wir machen das. Aber wir planen das so, dass es nachher auch gleich passt. Na, Fragen? Ja, nein, vielleicht? Ich bin schon brutal. Sag ich das mal, warum stehen denn die eigentlich hier auf der Autobahn? Was passiert, wenn ich es jetzt laufen lasse? Okay, alles klar. So, sechsspurig haben wir gesagt. Wir holen einfach gleich mal das Maximum raus. Ah, ich will es nicht verbessern, sondern jetzt erstmal anschließen. Genau. Jetzt ziehe ich das hier rüber. Beziehungsweise noch besser, ich baue erstmal hier in einem Abstand. Acht Feldern. Genau. Baue ich erstmal dieses Anschlussstück. So, sehr schön. Das ist grundsätzlich gut. Der Friedhof müsste halt weg. Ich würde hier eigentlich ganz gerne einen Kreisverkehr hinsetzen. Aber da das jetzt gerade nicht geht, verbinden wir erstmal alles schön miteinander mit einer wunderschönen und doch ziemlich voluminösen Brücke. So, und dann gehen wir hier hoch. Hier hoch gehen wir dann. Kurz gucken. Bis dahin. Und dann machen wir hier drüben das Gleiche. So dann. Gerade alles hoch. Hoch, hoch und irgendwie hier hoch. So, und jetzt verknüpfen wir das alles einmal miteinander. Astrein. Bisschen größenwahnsinnig, aber astrein. So, und diese Straße ziehen wir auch nach unten. Ist jetzt alles sehr, sehr riesig und sehr, sehr mächtig, aber
sind das 8 Felder? Das sind keine 8 Felder. Hm? Willst du mich verarschen? Das sind nur 6 Felder. So sind es 8. So? Da bin ich jetzt nicht sicher, ob ich das machen will. Oder ob ich vielleicht doch eher so an die Sache rangehe. Glaube ich, ist besser. Sieht auch besser aus, ne? Weil da drüben ist es ja im Prinzip genauso. So. Ja, und jetzt könnte ich mir natürlich mal wieder überlegen, die Bahngleise, die ja jetzt doch durchaus schön sind, aber ne, muss ja jetzt auch nicht unbedingt sein, das könnte ich jetzt natürlich auch wieder unter Tage verlegen. Unter Tage, jetzt pass mal auf. Da reißen wir dann einfach mal kurz alles ab. La, 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 la. So, so. Und so, und das auch noch. So, und jetzt mache ich so richtig Tabula Rasa mit dem Ganzen hier und baue das setze das alles komplett unter die Erde. Zack. Und schau einfach, dass ich jetzt möglichst schnell. Hä? Ah, falsch, Moment. Zug, 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 Zug. Ich schau, dass ich möglichst schnell hier nach außen komme. Ganz an den Rand. Genau. So. Und dann tauche ich hier irgendwo auf. Und verbinde die zwei miteinander. Und dann ist es gut. Noch mal kurz gucken, wie das so aussieht hier. Also hier kommt der Zug, man sieht es, geht dann hier unter Tage, bleibt unter Tage die ganze Zeit hier, blub, taucht ja eigentlich nirgends mehr auf, außer hier, um darüber zu kommen. Ist ja alles ein bisschen chaotisch, wie ich finde, aber im Großen und Ganzen, wenn es funktioniert, will ich nicht meckern. Da kann man schon noch was machen. Ne? Also wenn ich das hier so sehe, man könnte schon auch auf die Idee kommen, hier zum Beispiel auch hier runter nochmal irgendwie was zu setzen. Von hier dann quasi so rüber. Und dann womöglich hier ganz an der Kante entlang, also wieder unter Wasser quasi, und dann hier rüber. Aber gut, jetzt so weit will ich nicht gehen. Wir konzentrieren uns erstmal auf das, was wir jetzt zu tun haben. Wir haben jetzt hier quasi diese Bahnverbindung rübergelegt und dann... Ah, da fehlt ja noch was. Hier. Wir müssen von hier noch unter Tage gehen. Machen wir kurz einen Prozess. Und jetzt einfach hier hoch. Ich mach das mal. Ich frage mich ehrlicherweise, ob das so wahnsinnig clever ist, was ich hier gerade mache. Ich könnte doch die Züge einfach so fahren lassen. Dann soll doch der Zug hier rüber und dann hier an der Stadtgrenze entlang. Und dann, da kann er doch auch hoch. Weil wenn ich jetzt hier diese Bahnlinie wieder da mitten durchziehe, dann habe ich nachher bloß wieder das Problem, dass ich mit der U-Bahn, falls ich jetzt das nach unten ausdehne, was ich auf jeden Fall machen werde, dann kriege ich hier nur wieder Schwierigkeiten. Ich glaube, das ist keine gute Idee, Leute. Das machen wir nicht. Wir lassen es jetzt erstmal so. Ich meine, das sieht jetzt richtig beschissen aus, aber ihr wisst schon, was ich sagen will, ne? Kann man das auch mal in hübsch haben? Geht das? Kann ich von hier aus direkt unter die Erde? Ja, kann ich. Zack. Das sieht doch jetzt bestimmt super aus. Das ist doch toll. Guck mal hier, Tunnel.
Astrein. Sieht viel besser aus. Könnte ich ja hier eigentlich schon fast so was Ähnliches machen. Wobei, das geht ja noch. Das ist jetzt nicht ganz so hässlich. Okay, also, jetzt haben wir ja schon relativ viel geplant. Wir werden dann jetzt auch schauen müssen, dass wir die Sachen irgendwie schön miteinander verkuddeln und verknuddeln, so dass wir dann relativ schnell diese ganzen vorbereitenden Maßnahmen hier ergriffen haben. Und dann können wir die Stadt... Oh, hier ist ja ein Zug. Können wir die Stadt hier, dieses Stadtviertel, quasi erschließen. Ich mache mal noch ein bisschen hier Straßenplanung. Und dann in der nächsten Ausgabe schauen wir uns an, was ich gemacht habe. Aber wie gesagt, ich werde jetzt halt diesen Bereich noch irgendwie straßentechnisch erschließen. Und dann sehen wir weiter. In diesem Sinne, meine Lieben, mein Name ist Captain Bell. Ihr seid die Besten. Bis morgen. Tschüss. Ich hab heute schon Trillionen Cops besiegt. Mein Livestream ist bei Millionen belegt. Hab heute schon 100.000 Autos geknackt. GTA macht's möglich, ich wurde noch einmal verknackt. Ich hab in meiner Welt eine eigene Stadt, die einen Zoo und ein Aquarium hat. Ich bin der größte Fisch, regiert diesen Tag. Ich bau alles schön auf und mach's dem Erdboden gleich. Der Pass kommt von CR7, ich zieh ab.